Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal im amerikanischen Outback unterwegs und deswegen einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind bereits in Folge 342 und ich mache jetzt mal die Hilfe an. Begründung ist eine ganz einfache, dann sehe ich, wie viel wir verdichtet haben. Nicht 15%. Wir werden also hier noch ein bisschen verdichten müssen auf jeden Fall. Wir könnten das Ganze natürlich auch ein bisschen flacher schichten, aber ich muss zugestehen, es ist in der Höhe einfacher, mit der Fräse das Ganze wegzumachen. Deswegen habe ich das jetzt nicht mit dem Schieber platt gemacht, falls euch Leute sich gewundert haben. Je weiter es verteilt ist, desto schwieriger ist es, weil natürlich die Fräse nur eine gewisse Reichweite hat und man dann einfach zu oft umsetzen muss, auch den LKW oder den Abtransporter halt zu oft bewegen muss. Das macht es natürlich dann nicht ganz so spaßig. Ihr seht aber selber, mit unserem Fahren jetzt überhin ebnen wir das auch schon ziemlich ein. Wir sind jetzt bei knapp 20% verdichten. Hier ist natürlich auch ein bisschen was drinne. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Seht ihr jetzt gleich nochmal, wenn wir reinfahren. 340.000 Liter haben wir reingemacht. Ne? Das ist ja auch schon eine ganz schöne Hausnummer. So. Ich fahre hier lieber die Vorwärtsvariante, weil ich da einfach mehr Schwung drauf habe. Und dann besser rüberkomme. Wir werden natürlich hier zwischendurch, auch so wie ich das jetzt mache, noch ein paar Lücken füllen und einfach mal ein bisschen hin und her fahren auch. Wo wir wissen, dass das die Ecken sind, die nicht ganz so gefährlich sind, sag ich mal so, mit hoch und runterfallen. Aber momentan kriegen wir es jetzt ziemlich raus. Dann sparen wir uns etwas bisschen mehr vor- und zurückfahren. Ihr seht auch schon, das hat sich schon ziemlich angeglichen hier. Ne, wir haben hier natürlich noch so ein bisschen Beule. Aber die Farm ist auch gerade flacher. Hier sind auch noch ein bisschen Beule. Wie natürlich jetzt auch hier ist. Hier wage ich es jetzt auch, sag ich mal, rückwärts den Berg zu erklimmen. Und das geht sogar gut. Okay, ich sollte vielleicht nicht ganz so dicht an die Wand ranfahren, dann geht das nicht gut. Mal sehen, ob wir die kleinen Hückel hier noch mit runterdrücken können. So, und hier nochmal komplett rüber. Wunderbar. Bisschen versetzt fahren. Wir wollen ja alles so ein bisschen einebnen. Ne? So, da haben wir, glaube ich, auch ein Hückelchen weniger gemacht. Hier noch ein bisschen an der Kante. Gucken, wo wir hier noch was sehen, was wir platt machen wollen. Ja, 38%. Ja, wie gesagt, das dauert natürlich ein Momentchen. Und was wir natürlich jetzt machen sollten, ist ihn vielleicht mal kurz hier stehen lassen. Ich mache die Hilfe mal aus, weil ich stelle gerade fest, dass eigentlich unser guter Drescher da vorne schon wieder stehen sollte. Und das tut er auch. Diesmal steht er auch auf der richtigen Seite, sodass wir einfach nur drunter fahren müssen zum Abtanken. Und das machen wir natürlich auch mal. So, und damit dürfen wir das eine Feld dann schon haben. Und ich werde ihn einfach stumpf dann auf die nächsten jagen, bis wir durch sind, ne? Weil solange ich hier in der Nacht noch arbeiten mache, musst du jetzt nicht mit Düngen zu tun haben, weil dann sieht man echt nicht, wo man ist. Muss ich zugestehen, werde ich hier den Spaß noch zu Ende verdichten und solange werde ich ihn machen lassen. Also wir werden die Tiere noch füttern. Ne, füttern nicht sauber machen müssen. Den Futterbereich und sowas halt hauptsächlich, ne? Ja, man sieht schon, wir fahren hier schon Spuren rein, andere, sag ich mal so. Es wird schon angeglichener auf jeden Fall. Ach ja, ich kann die Hilfe hier wieder anmachen. Wir haben auch schon fast die Hälfte gemacht. Das ist auch schon mal okay. Der John Deere ist auch schon wieder leer. Und hat auch schon mit die ersten fast 10% drin in seinem Drescher. Also es geht echt fix. Da müssen wir natürlich auch den LKW zwischendurch dann leer fahren. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Sache vergessen, oder? Lass mich raten, ich hab's. Richtig, wir wollten Stroh machen. Und ich habe keinen Stroh gemacht. Und jetzt ist es ziemlich zu spät, würde ich sagen. Weil er hat, wenn ich jetzt zum Drescher durchskippe, noch zwei Bahnen, die er hier machen muss.
Naja, okay. Ich würde sagen, wir nehmen dann nächstes Mal noch ein größeres Feld dazu. Wir machen jetzt ein größeres Feld nochmal eine richtige Ladung Stroh dann. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Das sollte nicht das Ding sein. So. Wunderbar. Nicht die spannendste Arbeit der Welt, aber man muss es halt machen, ne? So simpel ist es. Je schneller ich mich bewege, desto schneller ist es verdichtet. So simpel ist es nun mal. Einzige, was hier wichtig ist, dass man es halt nicht rausfährt. Ich fahre natürlich jetzt schon ziemlich an die Kanten dran und deswegen verteile ich es immer weiter zu den Enden des Silos hin, was eigentlich nicht ganz so praktisch ist nachher zum Wegfräsen. Aber naja, darf eigentlich muss ich so und weit nur fahren und dann es dabei belassen, wenn man ehrlich ist. Ich kann natürlich hier gleich noch so ein bisschen mal gucken, ob ich hier noch die ein, zwei Hückelchen hier erwische. So. Oh, das war erst schon ein Sprung wieder. Aber wie gesagt, das Verdichten hat nichts damit zu tun, dass ich an der höchsten und spitzesten Stelle fahre, sondern ich muss einfach nur selber drauf langfahren. Also in echt würde man sagen, hier, da musst du noch rüber oder da musst du noch rüber. Das hat hier null Relevanz. Ich muss halt einfach nur verdichten und das war's. Wenn ich bei 100% bin, ist es ziemlich egal, auch wenn ich jetzt immer nur einen einzigen Streifen hinterhergefahren wäre. Das ist vollkommen Schnuppe, ne? Ich mache jetzt hier einfach noch ein bisschen Optik sozusagen. Ja, wie ihr jetzt hier seht, setze mich der Gefahr des Umkippens aus. Eigentlich wollte ich das nicht, aber sieht wenigstens so aus, als wenn ich das tun würde. Ja, wir haben über 80% schon fertig, das ist schon mal was. Der Drescher wird entweder fertig oder voll. Eins von beiden wird noch passieren, schätze ich. So, da nochmal über die kleinen Hügel über hin. Ich glaube, so richtig angleichen tut sie auch nicht. Ja, da haben wir die Mitteilung, dass er damit fertig ist. Dann werden wir natürlich jetzt zum Drescher gehen. Ne, da sind wir, Drescher. Hier die Hilfe natürlich jetzt mal aus. Ich habe das Überladerohr schon raus, weil ich werde jetzt einfach hier am LKW vorbeifahren. Und den ganzen Spaß rausmachen, weil ich werde eh nach unten hin, also in die Richtung, die ich jetzt gerade fahre, halt das Ganze hier verlassen. Weil wir werden jetzt natürlich dann hier mit der 6 anfangen. Heißt also auf gut Deutsch die Sojaernte starten. Und dann können wir nämlich auch jederzeit, wenn über Nacht beim Vorspulen Soja tatsächlich leer laufen sollte, tatsächlich dann schon auch wieder frische Soja nachfüllen sozusagen und die Produktion gleich komplett ins Laufen, am Laufen halten. Ne? Das sollte also gar kein Ding sein. So, da kann man genau richtig wieder, nämlich leer ist es schon. Jetzt fahren wir ein gutes Stück mal zur Seite. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen drauf achten, da wir hier ohne Schneidwerkswagen fahren, weil wir nur sehr kurze Verbindungen haben. Dass natürlich genau in der Sekunde da keiner rauskommt. Und ich sehe da vorne gerade ein Auto um die Ecke kommen. Also nicht das, was jetzt rechts wegfährt, sondern hier vorne links, da vorne, da kommt ein Auto. Da seht ihr das auch. Und das wird auch hier reinbiegen, schätze ich. Den Kollegen werden wir hier noch abwarten und dann werden wir versuchen, die Lücke zu nehmen. Weil ich sehe da jetzt keine weiteren Lichter. Das ist im Nachts vielleicht auch gar nicht mal so unpraktisch. Das sieht man die Jungs auch nicht. Ich werde natürlich fairerweise mal eine Runde meine Rundumbeleuchtung hier anmachen. Die passen hier natürlich genau durch, so muss das sein. Und werden jetzt dementsprechend hier das nächste ansetzen. Und das ist einfach stumpf. So ja, so einfach ist es. Wie gesagt, solange wir am Arbeiten sind, kann er auch arbeiten. Der Drescher kann auch beim Vorspulen arbeiten, das interessiert alles nicht. Abfahren und sowas ist alles gar kein Problem. Und habe ich auch kein Problem mit. Nur wie gesagt, den Düngepart, den werde ich wahrscheinlich
jetzt nicht groß dabei starten. So, okay, was müssen wir machen? Wir müssen hier noch verdichten, die letzten Prozente. Das sind noch 12%, wie wir da gerade sehen, damit wir das Ganze zumachen können. Das machen wir dann. Und dann müssen wir natürlich den LKW noch leeren, damit er dann den Drescher als nächstes leer machen kann, weil der arbeitet natürlich jetzt schon wieder gleich. Und braucht natürlich dann jemanden, der ihn abfährt. Ne? So simpel ist es. Und wir wollen noch die Tiere machen. Das ist alles Nachtarbeit. Nachtarbeit. So. 6%. Das ist noch 5. Ich glaube nicht, dass hier die... Ich glaube, einige kleine Hügel hier wollen auch einfach nicht ausgeglichen werden. Ich habe mir schon Mühe gegeben und bin da schon extra rübergefahren, aber ihr seht selber. Ne? Die wollen einfach nicht. So, 98%, 99%. Ich schätze mal jetzt über dem Rückwärtsfahren, da haben wir es, da war die 100. So, jetzt fahre ich hier rückwärts raus. Wunderbar. Jetzt mache ich die Hilfe aus, gehe hin und klappe das Ganze, mache das Ganze zu. So einfach ist es, das war's. Bunkersilo wurde abgedeckt, steht da oben jetzt auch schön. Und ab jetzt haben wir 6 Stunden Ingame Zeit, bis die 340.000 Liter Silage fertig sind. Wir haben auch noch gut Silage an Bord. Das heißt also, da können wir auch noch eine Runde was verkaufen, wenn wir noch mehr Anschaffungen machen wollen. Wir sind vor dem Kollegen hier. Ihn parke ich jetzt hier einfach mal. So. Motor aus, Licht aus. Und wir müssen zum LKW. So einfach ist das Ganze. Da haben wir ihn schon. Der Kollege muss natürlich jetzt leer gemacht werden und dafür muss er auf jeden Fall drehen. Motor abgewürgt? Ich dachte, ich hätte ihn nicht abgewürgt. Na, komm her, dreh, du schaffst das. Sehr gut. Ja, 33.000 Liter Weizen hat uns das Ganze eingebracht. Das heißt, auch wenn wir jetzt kein Stroh haben, haben wir auf jeden Fall die Versorgung der Schweine erstmal noch ein bisschen wieder mit abgedeckt. Weil wenn wir da jetzt immer mehr Schweine anschaffen, wird natürlich auch das Verlangen größer sozusagen. Schon hier 30% Soja schon drinne. Wir können natürlich, ups, wollte ich gar nicht, natürlich hier mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ja, da steigen die Zahlen natürlich. Die Preise sind gar nicht mal so übel, muss man sagen. Auch die Sonnenblumenpreise gehen. Hier gehen sie gerade runter. Was nicht so schön ist, aber wir sehen hier oben noch sind ein, zwei vernünftige Preise noch da, dass wir vielleicht auch eine Ladung dann verkaufen können mit der nächsten Ernte. Ich hoffe, dass der Preis sich noch einigermaßen hält. So. Gut, da sind wir leer. Jetzt fahre ich ihn Richtung Platz, wo er abfahren muss und dann werden wir den Anfang mit der Tierversorgung, nee, mit der Tierentsorgung ist falsch, aber mit der Tierabgabeentsorgung, ja, also wir werden einfach sauber machen. So simpel ist es. Da vorne kommt der Drescher auf Spur 2. Der hat jetzt erst 2 Spuren gemacht und ist schon bei 45%. Bis er hier am Ende ist, ist er schon bald halb voll. Also das ist schon mal ganz nett. Also hier hat man ja noch so nicht unbedingt riesige Menge. So, ich lasse ihn jetzt hier kurz stehen. Steige hier nochmal aus und gucke, ob wir, wenn denn hier auch gleich was nachpacken könnten. Ja, es würden schon wieder 12.000 Liter reingehen, ne? Also das ist schon ganz okay. Treibstoff, schätze ich mal, wenn wir gleich mit der Produktion so weitermachen. Und wie wir den Soja zuerst machen, werden wir unsere Reservetreibstoff da auch noch einfüllen. So in die Richtung wird es wahrscheinlich laufen, schätze ich. So. Da ist unser freundlicher kleiner Helfer. Der freundliche kleine Helfer hier, der wird jetzt anfangen und die Kühe sauber machen. So simpel ist es. So. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht aufbocken. Ich wollte nur den Winkel haben, dass das sauber macht. Wir müssen eh zweimal hier dran langfahren, weil einige Streifen einfach zu breit sind. Das wäre, wow, das sind richtige Haufen. Ja, wenn man mehr Tiere nachher hat, dann kommt ja auch richtig was zusammen, sehe ich gerade. Ihr seht gerade, wir haben jetzt gerade 1400 Liter hier rausgedrückt.
Scheiße. Boden ein bisschen uneben. Ne, ich habe natürlich jetzt gerade die optimale Bodenkontakt hier zum Saubermachen, aber ein bisschen wie Schlitten fahren. So, gucken, ob es jetzt hier vernünftig schnallt. So, ich kann natürlich ein bisschen hier im Rücklicht gucken, ob ich alles weggenommen habe, natürlich. Aber wir scheinen bis hinten durchfahren zu können und haben tatsächlich alles mitgenommen. Ne, haben wir nicht. Oder es wurde halt gerade frisch dahin gekleckert. Das kann man natürlich jetzt schlecht sagen. So, okay. Aber man kann halt jeden kleinen Gramm hinterher erreichen. Das heißt also, irgendwo muss man halt sagen, okay, das ist jetzt der saubere Part. Aber mit unserer wunderbaren kleinen Tour, die wir jetzt hier bei den Kühen bereits gemacht haben, geht leider die Folge für heute auch schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich auch klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.